Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die nächste FC Energie Cottbus FM Karrieremodus Episode am Start. Wir gehen heute rein, werden einige Spiele reingehen, alles klar. Er kann nicht reden, wir haben 4 Spiele heute am Start. Plus die restliche Transferphase natürlich. Mal gucken, was noch kommt. Michel und Stiepermann hoffentlich. Mose hat ein Angebot bekommen. Ich glaube nicht, dass ich das annehmen werde, weil das jetzt nicht so viel Geld. Vor allem ist es nur die Hälfte seines Marktwerts. Und wir brauchen ja noch einen guten zweiten Keeper, falls mit Schubert was passieren sollte. Deswegen wird er der Ersatzmann erstmal bleiben. Ansonsten ist halt die Frage, wir brauchen auf jeden Fall entweder einen Sechser, eigentlich noch ein Rechtsverteidiger oder ein Flügelspieler. Flügelspieler will ich jetzt aber ungern antasten, weil wir haben letztes Jahr schon 2 geholt. Außerdem kommen mit Michel und Stiepermann noch welche, die da auch theoretisch noch spielen könnten. Als zweite Position mäßig so. Und Mamba kann ja auch zur Not auf den Flügel ausweichen. Und ja, deswegen also lieber wahrscheinlich mal auf der 6 mich nochmal umschauen. Auch wenn ich German schon gerne weiter spielen lassen würde. Oder Zickert auch, der jetzt wieder fit ist mal wieder. Das ist halt einfach nicht so hilfreich, wenn wir damit, ne, wenn wir halt nicht gucken, dass wir unsere schwächste Position verstärken. Deswegen müssen wir da mal gucken, was wir da machen können. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen, ja, was jetzt erstmal so gegen Heidenheim wahrscheinlich dann passieren wird, weil ich glaube, die Transfers werden vorher nicht durchgehen. So, wir gehen gleich rein ins Spiel, aber haben schon den nächsten Neuzugang, von dem übrigens unser Hauptsponsor die Hälfte des Gehalts übernimmt für diese Saison. Sven Michel ist wieder mit am Start. Ist wieder zurückgekommen, auf seinen letzten Jahren wahrscheinlich. 5-Jahres-Vertrag auch unter anderem unterschrieben, hat eine richtig gute Gesamtstärke. Auch für den Flügel einsetzbar als hängende Spitze, also mega nice. Von Paderborn gekommen, also vom direkten Konkurrenten quasi. Nehmen wir sehr, sehr gerne. Ich glaube, der hat ja schon über Jahre jetzt auch nicht mehr so krass Stammspieler gespielt, weil den konnte ich gefühlt immer, wenn ich das Geld gehabt hätte, könnte ich das immer verpflichten. Das ist natürlich nicht so geil. Ich weiß halt nicht, warum. Okay. Also ganz weird, er hat einfach Bock zu stänkern, aber ey, unsere zweite ist richtig gut unterwegs. Die haben gewonnen mit 3:0 gegen Meusewitz in der Regionalliga, das ist auf jeden Fall mega nice, bin ich der Meinung. Wäre halt ganz cool, wenn die dieses Jahr wirklich was reißen würden. Das würde mich mega freuen halt mit den jungen Spielern halt, dass die sich in der Regionalliga da sehr gut etablieren können. Also Mittelfeld wäre vollkommen in Ordnung schon, muss ja jetzt auch nicht der Aufstieg sein, aber Mittelfeld wäre absolut nice. Und ich werde jetzt die Aufstellung nochmal ready machen und wir gehen dann ins Spiel rein gegen Heidenheim. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Wir sind sogar stärker als Heidenheim, was die Gesamtstärke angeht. Sind jetzt hier zu Gast, unser erstes Auswärtsspiel in Liga 2. Und haben direkt mal die gute Chance, vielleicht hier durch einen technischen Fehler. Aber unser ehemaliger Keeper Kevin Müller kann das Ding leider kontrollieren und hält den Ball sauber im Spiel. Schade. Sven Michel steht direkt mal in der Startelf, ist direkt mal auf dem linken Flügel unterwegs und wir haben direkt mal die Konterchance. Let's go, ist sogar für uns. Plotschinev vor Müller, bitte Plotschinev, behalt die Nerven. Nein, ach come on, Müller. Was ist los bei dir? Der ist heute scheinbar gut drauf auf jeden Fall. Schon 2 brenzliche Situationen entschärft und souverän gemeistert, leider. Der gute Kevin. Hält man sich zurück. Was ist jetzt los? Nächste Konterchance für uns, okay. Jetzt ist es Sven Michel. Komm, Sven Michel gegen einen ehemaligen Mitspieler. Ich weiß nicht, ob die zusammen gespielt haben, aber ich denke mal schon. Müsste eigentlich zeitlich passen, ne? Ja, leider scheitert auch er. Weiter so, sagen wir mal. Weil wir sind auf jeden Fall gut reingekommen, wie es aussieht, und haben direkt die nächste Möglichkeit. Aber schießt leider knapp am Tor vorbei in Tachi. Schade, schade. Ja, wir machen gut los. Haben jetzt leider das Tor halt nicht gemacht in den ersten 3 Großchancen sogar geführt. Okay, das war keine Großchance, aber hier die 3 Sachen halt. Wobei das hier war ja nicht von unserer Seite aus. Aber egal, you know what I mean. Schubert fängt die Flanke hier ab von Manon Busch. Alles gut. Ja, läuft auf jeden Fall. Würde ich sagen. Heidenheim auch nicht gut reingestartet. Die haben 1:3 verloren am ersten Spieltag. Gegen wahrscheinlich Hannover, würde ich jetzt mal behaupten. So sieht es auf jeden Fall aus. Jetzt natürlich auch nicht ideal. Jetzt erstmal mit einer guten Chance hier. Aber stand im Abseits, von daher alles gut. Aber Marco Schubert hat sogar pariert. Also von daher auch nice Aktion von unserem Keeper, von unserem Neuen. Direkt mal wir jetzt wieder mal mit einer Chance. Haben den Ball zwar verloren, aber hier, ne, haben wir die Möglichkeit. Und das ist das Tor. Die beiden, die sich nicht mögen, beide Neuzugänge, machen hier die 1:0-Führung klar. Michel auf Tachi und Tachi haut das Ding rein. Let's go, richtig nice, freut mich. Nice one. Nanzig klärt hier zur Ecke ganz gut.
jetzt Koch hier fast, ne, mit dem Eigentor geführt. Ich glaube, das kann sogar direkt reingehen. Deswegen, also ist, ja, ganz gut, dass er nicht reingegangen ist. Nächste Ecke direkt hinterher nochmal. Die dritte jetzt in Folge. Aber den hat Schubert sicher ganz gut. Wir sind sogar im Moment auf Platz 1 auf jeden Fall. Läuft. Okay, 2000 jetzt wieder vorbeigezogen. Aber wir haben die nächste Chance. Müller unterschätzt sich und läuft einer, unterschätzt eine Flanke von Timothy. Aber Valentin klärt zur Ecke, die aber auch wieder eine gute Möglichkeit ist. Tachi bringt sie in die Mitte. Aber ich glaube, da setzt sich Capezzi durch und alles ist gut. Leider, schade, Mann. Ja, aber es läuft auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben zwar auch einige Chancen gegen uns, unter anderem den Kleindienst natürlich auch noch bei Heidenheim unterwegs, immer noch. Auch die ganze Zeit da geblieben bis jetzt. Ehemaliger Cottbusser natürlich, habe ich übrigens auch versucht zu holen, aber den wollten sie halt nicht loslassen. Der ist, oh, das stand 2-0, aber Müller wieder mit der nächsten Parade. Nanzig auf Timothy, schade. Den wollte ich auch mal, also ich habe einfach nur geguckt, maybe hätte ich ihn dann auch geholt, weil wäre halt geil gewesen, den statt Tachi zum Beispiel, ihn zu holen. Aber den wollten sie halt nicht loslassen oder ziehen lassen, weil er der wertvollste Spieler mit für die ist. Und deswegen ging das leider nicht. Schade eigentlich, wäre ganz cool gewesen. Aber auch so, ja, ist sogar mit der ist sogar der Stärkste bei denen halt, ne? Muss man halt wirklich aufpassen. Ansonsten haben sie halt noch Leipertz da. Alter, wir haben eine richtig krasse Teamleistung am Start. Guckt euch die Noten an, das ist zu krank, Alter. Lasst uns genauso weitermachen. Wir haben auch deutlich mehr Ballbesitz, können auf jeden Fall mal ein bisschen Lob verteilen hier. Gibt auch noch Selbstvertrauen und so dazu. So, loben wir mal hier und auch Tachi können wir nochmal loben. Massieren wir noch ein bisschen, die Frische sieht jetzt nicht ganz so geil aus halt leider, ne? Aber da kann ich ja, glaube ich, mal den Fitnesstrainer ransetzen, den kann man ja einmal pro Saison holen. Dann könnten wir das gucken, weil die Fitness ist auch generell nicht so krass, muss man leider sagen. Sie holen sich eine gelbe Karte ab, unsere Gegner, Mano und Busch. Die gelbe Karte ist der gerechte Lohn, alles klar. Ehemaliger Bremer, würde ich auch sagen, hat auch das grüne Trikot da noch angehabt. Jetzt habe ich leider genau in der Chance gedingst, aber alles gut. Leider fällt auch kein Tor, aber egal. Wir bringen mal Opoku rein. Der musste heute weichen für Michel mal. Aber ich denke, es ist jetzt nicht so schlimm. Ansonsten würde ich ja German rausnehmen für Feichtinger. Der ist auch von der Frische her nicht mehr so krass unterwegs. Leider trifft German hier sogar nur die Latte. Schade, hätte er sich vielleicht sogar fast mit einem Tor verabschieden können hier. Wie gesagt, ich gucke immer noch wegen dem Sechser. Ich habe ein, zwei gescoutet. Ich habe mal wegen einer Leihoption geguckt, weil Spieler ausleihen ist ja auch ein gutes Mittel, was wir hier anwenden können, um uns ein bisschen zu verstärken. Und das habe ich auch gemacht, einen Freiburger linken Flügel, 67 hätte der, richtig gute Talentsterne auch und wir kassieren leider hier den Ausgleich. Konzentration, sagen wir mal. Schade, Biancardi hier, Griesbeck mit der Vorlage. Griesbeck, ja, der Dude, der Moisanders gelb-rote Karte provoziert hat. Ja, ansonsten bringen wir nochmal Mamba für Protschinev, der heute sehr unauffällig ist. Ja, ich würde auch mit einem Unentschieden leben können, sind wir ehrlich. Aber man muss halt, weil ich denke halt, wir werden am Ende der Saison Probleme spätestens bekommen. Also ich denke, wir werden uns halt am Ende in der unteren Tabellenregion einordnen. Und deswegen müssten wir halt am Anfang jeden Punkt mitnehmen, den wir können. Und wenn halt die nun mal einen schlechten Saisonstart haben und jetzt gerade nicht so krass unterwegs sind, dann sollte man das schon ausnutzen. Wir kriegen jetzt hier zumindest mal eine Ecke, die wahrscheinlich wieder Tachi treten wird. Genau. Und okay, jetzt haben wir gekommen. Das ist schon ewig kein Tor mehr so gefallen. Jetzt gönn doch mal Jan Koch das Tor. Wobei, Mambas Tor. Komm, Mamba. Mamba hat heute das Glück auf seiner Seite. Ey, das ist schon ewig nicht mehr reingegangen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so eine Möglichkeit reingegangen ist. Komm, wir erhöhen nochmal den Druck. Pressing, Abwehrreihe und so. In der Hoffnung, dass wir dadurch vielleicht am Ende des Tages noch das Siegtor erzielen können. Wir haben die Chance, die nächste Ecke. Aber ja, okay, gut. Wow. Die Gegner wirken müde. Geht drauf, sage ich. Gucken, ob wir das ausnutzen können. Ey, ey, ey. Lag. Ja, okay. Ja, okay. Frische, Alter. Oha. Vor allem die Sechser sind echt extrem K.O. Bitroff. Flach vors Tor gespielt. Aber ja. Schade. Wieder nur eine Ecke. Aber Ecken können wir. Ecken können wir. Haben wir schon bewiesen. Tachi. Oh, bitte, das ist das Ding. Feichtinger! Nein! Ach, come on, Feichtinger. Ich hätte sie gegönnt. Den jungen Burschen. Wieder Michel auf Tachi. Ah, 2 Meter links vorbei. Schade. Nochmal voller Angriff für die letzten 3 Minuten. Auch ein Punkt ist, wie gesagt, in Ordnung. Vor allem auswärts. Aber man hätte hier jetzt schon mehr mitnehmen können. Schade, aber ist in Ordnung. Wie gesagt, ist okay. Jeder Punkt zählt. Am Ende waren wir dicht an dem Sieg dran. Schade, dass wir den nicht mitgenommen haben, aber Punkt ist Punkt. Es ist okay.
By the way, wieder zweitbeste Teamleistung an diesem Spieltag. Und wir haben übrigens den linken Flügel vom SC Freiburg bekommen, für ein Jahr ausgeliehen, ohne Kaufoption, aber der ist schon krass unterwegs, kann auch auf beiden Flügeln spielen und ist auf jeden Fall auch nochmal eine Verstärkung. Dann können wir Michel auch mehr in der Zentrale sogar noch einsetzen, Opoku dann von der Bank bringt für die Flügel, loben auf jeden Fall mal Germann und Eggestein, die wieder in der Mannschaft der Woche sind. Eggestein doch schon krass, was der auch durch die Form jetzt natürlich, 18er Form, für eine Stärke erreicht hat, ist schon wild auf jeden Fall. Ja. Scouting. Ja, okay, Nocerino. Ich gucke natürlich immer noch, wie gesagt, wegen einem zentralen Spieler. Da müssen wir uns natürlich unter, ne, die Augen aufhalten. Aber das mache ich erstmal off-camera quasi und sage euch dann Bescheid, wenn wir jemanden haben. Stiepermann ist auf jeden Fall noch hoffentlich on the way. Und auch er kommt zurück nach Cottbus. Ich werde nachher auf jeden Fall mal die Trikotnummern auch ein bisschen vernünftiger verteilen, weil jetzt den Flügelspieler die 5 zu geben. Er bekommt jetzt hier die 21. Wir gucken nachher auch auf jeden Fall mal, was wir da Vernünftiges geben können. Er kommt auf jeden Fall zurück. Markus Stiepermann verstärkt uns ebenfalls. Jamie Lawrence hier von Bayern 2 ist jetzt leider nicht so interessant, wie ich es mir zu Anfang erhofft habe, aber ist ja auch nicht so schlimm. Er würde Nationalspieler werden. Ist halt immer lustig, weil das hat halt keine Auswirkungen, wenn das nicht wird, aber das bringt auf jeden Fall mega Plus bei den Verhandlungen. Freue mich auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder 2 Neuzugänge am Start. Und Stiepermann kann nämlich auch Achter spielen. Jetzt ist halt die Frage, wie gut Eggestein auf der 6 ist. Okay, jetzt nicht so krass, aber auf der 8 ist er auf jeden Fall auch sehr gut unterwegs, muss man sagen. Wir haben auf jeden Fall dadurch viel, viel mehr Breite auch. Können natürlich auch gucken, ob wir jetzt wieder irgendjemanden verkaufen könnten. Weil ganz im Ernst, also Vitiriti frisst halt eigentlich nur Gehalt, sind wir mal ehrlich, ne? Der frisst halt nur Gehalt. Der hat so ein krankes Gehalt, wenn wir den loswerden würden, auch wenn ich es ungern mache, das wäre schon nicht schlecht. Das wäre schon wirklich nicht schlecht, wenn wir den für 10.000 oder so loswerden würden. Meinetwegen auch zur Leihe, weißt du? Also, keine Ahnung. Ich würde auch keine Leihgebühr nehmen, solange sie das Gehalt zu 100% übernehmen, gerne. Ja, will natürlich keiner haben. Schade. Ja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir gleich ins Spiel gegen Stuttgart. Mal gucken. Wir müssen natürlich ein bisschen wegen der Frische schauen, weil die ist echt nicht so gut. Aber da werden wir uns schon was einfallen lassen. Wir haben ja noch den Fitness-Experten, den wir anstellen können einmal. Ja, hoffentlich wird dadurch jetzt die Fitness ein bisschen hochgehen. Wir haben übrigens unser Gehaltsbudget beinahe ausgeschöpft. Wir können aber nochmal erhöhen. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Ich werde, denke ich mal, auch ein bisschen vom Transferbudget darüber schieben, weil ich werde jetzt safe nicht alles brauchen. Denke ich doch mal. Okay, so vielleicht aber auch nicht, dass es einigermaßen sich die Waage hält. So. Ja, es passt ungefähr, würde ich sagen. Und dann gehen wir rein und schauen gleich ins Spiel gegen Stuttgart weiter. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Ich meine, gegen Stuttgart, guckt euch die Gesamtstärke an und den Stärkeunterschied. Das sind nicht ganz 100 Punkte. Durch die Form sind es halt ein bisschen weniger, aber wir kommen schon nah da dran, muss man halt sagen. Und deswegen, das ist schon wild. Heute nehmen wir mit, was wir können. Wir versuchen, einen guten Kampf auf jeden Fall abzuliefern. Wobei die jetzt auch nicht die krasseste Elf haben für den Erstligisten. Aber das ist natürlich halt schon 100 Mal besser als wir. Schubert aber direkt mal mit einer Parade gegen González. Auf jeden Fall gut an der Stelle. Hier haben wir mal die Möglichkeit durch eine Ecke sogar selber gehabt. Aber Bart Stuber, der immer noch spielt, ist zur Stelle und klärt souverän. Es passiert relativ wenig. Jetzt haben wir mal eine Großchance sogar. Come on, zu Hause. Doppelpass, Michel und Tachi. Wir legen auch Koch zurück. Okay. Und der platziert das Ding in der unteren Ecke. Super. Let's go. Wieder Tachi und Michel in der Kombination. Die beiden, die sich eigentlich nicht mögen, machen hier trotzdem das Kombinationsspiel. Bei denen tritt einfach Holger Bartstuber die Ecke. Schubert pflückt sich das Ding herunter, nachdem er sich kurz unsicher war. Aber läuft auf jeden Fall. Er schießt rechts vorbei, zum Glück. Okay, Spielmann schießt rechts vorbei. Ja, nächste Möglichkeit. Aber Michel köpft leider vorbei am rechten Winkel. Schade. Nächste Möglichkeit wiederum für die Stuttgarter. Ich sag dreimal dann jetzt mal die nächste Möglichkeit. War auf jeden Fall sehr gute Variation in der Wortwahl. Wayne, Michel mit der nächsten Chance. Aber Corona pariert mühelos im Tor. Der gute Jesus im Tor der Stuttgarter. Aber es ist auf jeden Fall eine extrem starke Vorstellung von unserer Elf. Ich habe jetzt hier auch so gesehen verschoben das Ganze. So sind wir sogar nochmal stärker. Was Eggestein angeht, er hat aber so auch wieder eine sehr, sehr gute Note. Also der
ist richtig gut. Wir haben sogar mehr Ballbesitz. Wir sind sogar überlegen gegen den VfB Stuttgart. Das musst du dir mal überlegen. Wir können auf jeden Fall Koch loben, der das Tor gemacht hat. Wir können Nanzig loben, der richtig stark spielt für uns. Dann loben wir auch nochmal Eggestein und geben ansonsten noch ein paar Massagen. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig, ne? Mit der Frische und alles, das Ganze. Das ist schwierig. Schubert ist zur Stelle und pariert gleich auf die 1,5 hochgegangen von der Note her. Sehr nice. Direkt halt natürlich die Chance für die Stuttgarter nach der Pause, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall damit rechnen, dass die halt Druck machen werden. Die könnten eigentlich selber sogar aufs Zeitspiel gehen, wenn man ehrlich ist. Als Zweitligist gegen den Erstligisten kann man das auf jeden Fall machen. Wir haben uns von der Stärke auf jeden Fall schon sehr gut rangekämpft an die zweite Liga, will ich auch mal sagen. Ich meine, es kommt im Moment auch von der sehr guten Form von vielen Spielern, aber ich denke, einige Transfers waren schon ganz gut, die ich getätigt habe, um den Kader zu verstärken. Auch wenn es halt noch ein paar Positionen gibt, wo man mit Sicherheit nicht darüber streiten kann, ob man da vielleicht sich noch besser verstärken könnte. Wir müssen auf jeden Fall Bit drauf rausnehmen, sehe ich gerade. Weil der ist echt nicht so gut unterwegs. Nanzig kann auch Rechtsverteidiger ein bisschen spielen. Dann kommt Karls mal wieder rein. Der ist eigentlich schade, dass wir Nanzig geholt haben. Aber wiederum ist es sehr geil, dass wir den geholt haben, weil der spielt echt extrem gut. Aber Karls war letzte Saison auch so stark und der musste dadurch jetzt halt erstmal weichen, weil er halt auf rechts jetzt nicht so krass ist. Und Bittroff da schon besser ist. Jetzt hat Ibarra hier die Chance, aber schießt zum Glück links vorbei. Wir haben mal die Möglichkeit. Er startet durch die Lücke in der Verteidigung. Aber leider ja. Corona verkürzt den Winkel geschickt. Und am Ende landet der Ball nur in den Armen vom Keeper. Nächste Möglichkeit. Bachmann. Komm, Bachmann. Aber Corona lenkt den Ball mit dem letzten Moment über die Querlatte. Bachmann, by the way, der Dude, wie gesagt, den wir ausgeliehen haben vom SC Freiburg. Der aber auch schon ganz schön K.O. ist, wie ich gerade sehe. Gute Chance nach einer Ecke. Nehmen wir gerne mit. Dauert sehr lange. Er köpft einen halben Meter am Tor vorbei. Schade. Wir wechseln. Bachmann habe ich gerade eben erst gesehen, dass er echt extrem K.O. ist. Könnten wir hier die beiden sogar wechseln, glaube ich. Ja, ist minimal um einen Stärkpunkt besser. Stieglermann kommt rein. Feiert hier sein Comeback. Zurück in Cottbus und jetzt wurde eingewechselt hier zu Hause sogar vor heimischer Kulisse gegen den VfB. Kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich sagen. Adrian Fein, guck an, Adrian Fein spielt jetzt bei Stuttgart. Hat sogar eine 72. Schon krass. Julian Albrecht ist doch von Hertha auch ein ehemaliger, oder? Ich glaube, Julian Albrecht ist ein ehemaliger von Hertha. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es auch ein anderer. Ich bin der Meinung, da hat mal einer bei Hertha gespielt, der so hieß. Ist aber auch egal. Boah, Schubert ist in allerletzter Sekunde da und klärt. Let's go. Sehr gut mitgespielt von unserem Neuzugang. 1,0 hat er hier auch. Lässt sich hier auch schön Zeit. Sehr gut. Gelbe Karte für uns. Für Zeitspiel halt. Eggestein, aber ist okay. Ist ja die Anweisung, dass wir Zeitspiel machen sollen. Denn wir wollen hier das Ding runterspielen, wenn wir wirklich in die nächste Runde kommen sollten. Aber Knipping ist for Sergeant dabei. Sehr gut. Unsere Abwehr ist heute auch richtig gut unterwegs, was die Noten angeht. Feichtinger reingekommen, hat eine 2,5. Sehr nice. Karl ist jetzt nicht so krass unterwegs, ist aber auch okay. Habe jetzt auch noch nichts von ihm Negatives gelesen, von daher passt es. Ja, kaum sage ich es. Ja, das ist bitter. Kaum sage ich es, verursacht er oder, ja, verursacht nicht, aber ist halt nicht schnell genug da und wir kassieren das Ausgleichstor. Jetzt aber bitte nicht direkt. Okay, zum Glück. Schubert hat keine Probleme, hat auch direkt eine 5,0 bekommen. Oha, Alter. Oha. Und damit müssen wir wahrscheinlich in die Verlängerung. Müssen wir auf jeden Fall mit dem Pressing runtergehen und mit dem Einsatz ein Stück. Weil, ja, guckt euch die Fitness an und die Frische. Das ist ganz wild. Das ist wobei Stuttgart auch nicht viel besser aufgestellt, wenn man ehrlich ist. Gelbe Karte für Feichtinger. Stuttgart wirkt müde. Also es kommt auf jeden Fall eher der Satz über Stuttgart als über uns. Aber Eggestein verpasst leider. Riesenchance, come on, bitte für uns aber auch. Let's go, wir haben die Konterchance gegen die Stuttgarter, haben Überzahl auch. Tachi vor Corona. Bis jetzt hat ja auch jede Großchance versammelt, by the way, glaube ich, die wir hatten. In der neuen Saison haben wir bis jetzt jede versammelt, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall schön. Aber okay, was willst du machen? Schubert mit einer starken Parade, let's go. Koch, by the way, auch mit einer 1,5. Schubert mit einer 1,0 einfach. Übersteiger auf dem Flügel. Aber schießt zum Glück in die Wolken. Let's go. By the way, werden wir mal die Aufgaben sortieren hier, dass wir im Elfmeterschießen noch die Besten vorne haben.
Ich bin irgendwie froh, dass Mamba nicht spielt gerade. Wobei auch Tachi letztes Mal einen Elfmeter verschossen hat, glaube ich, oder? Bin mir gerade, ich glaube schon. In der letzten Episode. Wobei, na, ich weiß gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir bei den Elfmetern jetzt nie so krass gewesen. Nächste Riesenchance. Wieder für uns eine Kontermöglichkeit. Wieder haben wir Überzahl. Und erneut ist es Tachi. Komm, jetzt aber. Nein, er ist doch wieder. Och Mann. Zwei so eine Großchancen vergeigt. Konzentration. Ey, ich kann es nicht drücken. Konzentration. Wir haben den dunkelroten Ball, aber die haben die Möglichkeit, bitte nicht. Eine Großchance. Große, schöne Kombination. Ja, aber. Ja, Ecke. Bitte nicht durch die Ecke. Holger Badstuber. Aber Knipping kann sich durchsetzen. Let's go. Schubert muss nicht eingreifen. Eggestein und Feichtinger, Nanzig, Koch, Knipping, Schubert, wie gesagt, alle mit guten Noten. Und die haben eine große Chance. Nein. Der im richtigen Moment startet. Nein, Bros. 5 Minuten vor Schluss. 5 Minuten hätten wir noch durchhalten müssen. Sie dürfen natürlich alles nach vorne. Voller Angriff. Uiuiui. Und die kriegen auch noch einen Elfmeter. Das ist halt auch wieder die Logik. So, unser Stürmer und unserem 16er foulten Innenverteidiger von denen. Ja, das wird wahrscheinlich die Entscheidung sein. Den Elfmeter wird er wahrscheinlich reinmachen. Schubert hält den Elfmeter. Come on. Pushen nach vorne. Pushen nach vorne nochmal. Come on. Kleine Chance. Stiepermann wird gesucht. Trifft den Ball nicht richtig. Komm. Scheitert aber. Nein, Stiepermann, komm. Voller Angriff. Oh, wir sind auf die Tribüne verbannt worden. Nein. Das ist echt bitter, Mann. Wir haben den so einen starken Kampf geliefert. Waren so gut. Haben halt aber wieder die Großchancen einfach nicht genutzt, Mann. Wir hatten so viele Kontermöglichkeiten. Pipapo. Und wir schaffen es einfach nicht, die reinzumachen. Tachi vor allem. Sergeant wurde da, by the way, eingewechselt. Hat richtig rasiert. Ne? Was hat er für eine Stärke? 74. Not bad. Ja. Das tut halt weh. Eggestein auch in Höchstform. Ich meine, wir haben trotzdem gute Noten gehabt. Haben uns sehr gut präsentiert gegen den Bundesligisten und denen sehr lange die Stirn geboten. Haben die nah am Rand einer, ja, Blamage gehabt. Und jetzt wären wir for real dadurch runter. Ja, Digga. Gegen den fucking Bundesligisten. Es sind einfach 4 andere Bundesligisten ausgeschieden, by the way, in der ersten Runde. Im Vergleich davor, das Jahr, war es nicht eine. Nicht ein Bundesligist. Wir haben einfach 1,5 Millionen wegbekommen vom Budget. Okay. Er ist in Höchstform. Freut mich, kann ich ihm nicht sagen. Okay. Archibald. Geiler Name auch. Er ist Innenverteidiger. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir werden Ihnen das Leben schwer machen. Wir sind mittlerweile sehr im Mittelfeld angelangt, was unsere Gesamtstärke angeht. 723, aktuell 14. Platz an diesem Spieltag damit. Das Problem ist, Tachi fällt für 2 Monate aus. Geil. Ja, Ecke. Wir haben halt noch Prochinev, Michel, Mamba noch auf der Bank, Stiepermann noch. Also ich habe ja ein bisschen für Ersatz gesorgt, für, ne, falls vorne mal was passiert. Gut, dass wir das getan haben, denn da haben wir jetzt den Ersatz mit unter anderem, ne. Ich meine, Tachi war trotzdem sehr gut am Anfang. Wird jetzt schwer zu ersetzen sein, aber wir hoffen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Augsburg, eine der stärksten Mannschaften der Liga, ich glaube die zweitstärkste. Ja, wird schwierig, ne? Auch wenn die jetzt nicht so krass reingestartet sind. Ein Sieg, ein Unentschieden. Ne, ein Sieg, eine Niederlage, so. Unentschieden ist jetzt gerade das Aktuelle. Ja, muss man mal gucken. Wir kriegen die nächste Ecke, die dritte dann schon in diesem Spiel. Mal gucken, ob wir daraus was machen können. Einen Balken kriegen wir leider nur. Pflückt sich den herunter, okay. Okay. Joa. Also ich würde hier auch ein Unentschieden mitnehmen, ne? Sind wir mal ehrlich, gegen Augsburg. Absolut in Ordnung. Aber ich meine, im Moment kommen die halt zum Glück noch nicht so gut rein. Lenkt das Leder zur Ecke, unser guter Schubert hinten. Knipping mit einer 1,5. Ansonsten, ja, Timothy mit einer absolut... Nein. Das geht so nett. Mann. Na, das ist bitter. Ja, das ist bitter. Hätte nicht sein müssen. Wir haben die halt ins Spiel kommen lassen irgendwie. Finn Bogason. Ecke. Okay.
Ja, es ist unnötig. Wir sind gut reingekommen eigentlich. Haben die Dinger dann halt leider nicht reingemacht, die Ecken, die wir hatten. Die hingeben, machen aus zwei Ecken zwei Tore. Ja, stark. Konzentration. Klasi mit der zweiten Vorlage dieser Saison schon. Erstes Tor für Rovelio. Und die haben die nächste Möglichkeit. Muslia. Florian Muslia. Auf die rechte Ecke. Aber Schubert ist da und Faust ist zur Seite weg. Ja, Knipping, obwohl er das zweite Ding. Ach nein. Schienbeinabsplitterung. Ekelhaft. Ah, heute kommt gerade alles zusammen. Heute kommt gerade alles zusammen. Nanzig kommt rein auf die Rechtsverteidigerposition, beziehungsweise Karls kommt rein und Nanzig geht auf die Rechtsverteidigerposition von Bitroff. Ja, schwierig das Ganze, ne? Schwierig. Karls bekommt jetzt wenigstens mal wieder ein paar Minuten, aber es ist halt trotzdem nicht so schön. Ist halt trotzdem nicht so schön, weil das Ganze ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen am Ende. Führen nicht unverdient, steht auch richtig da, weil die am Ende besser waren. Aber ja, wir hatten halt nicht mal einen Torschuss im Endeffekt. Aber trotzdem, wir waren am Anfang ganz solide drin, muss man halt sagen. Wir loben mal Knipping und motivieren mal Nanzig. Wow, kritisieren Timothy. Okay. Motivieren wir ein bisschen in der Offensive rum. So. Das darf uns nicht passieren, ja. Das stimmt. Frische geht mittlerweile und auch die Fitness ist mittlerweile ganz gut hochgekommen, ne? Also ein bisschen, ja, die Fitness ist sehr gut mittlerweile eigentlich. Bei den meisten zumindest. Ich habe ja auch diesen Coach da angestellt. Hilft hoffentlich im Endeffekt ein bisschen, also hinten raus vor allem. Hat sich ja wie gesagt schon ein bisschen gebessert. Chance hierfür muss Lia nach einer Goetzo-Vorlage. Und die machen halt weiter mit ihrem Druck, ne? Rovelio köpft hier in die dritte Etage. Nach der nächsten Ecke. Und ansonsten passiert da halt nicht wirklich viel, ne? Wir werden Mamba für Plotschine reinbringen. Die haben die Großchance. Die Schubert allerdings am Ende zur Ecke lenken kann. Der rettet uns halt auf jeden Fall ein bisschen den Arsch, ne? Hat auch schon 71 durch die Form halt. Gut, die wird nach dem Spiel wahrscheinlich nicht mehr so gut sein. Und da ist das 3 zu 0. Das geht so nicht. Dann kommen wir wechseln, bringen Plotschinev rein. Ich würde sagen, wir bringen sogar Opoku dann noch rein. Für Timothy. Tauschen wir mal die Seiten. Ja, also heute echt ein Spiel zum Vergessen, aber das war halt abzusehen, dass solche Spiele kommen werden. Wie gesagt, Augsburg ist eine der stärksten Mannschaften der Liga und wir gehören halt eigentlich eher in die untere Tabellenregion. Dementsprechend mussten solche Spiele kommen, ist halt bitter, vor allem vor heimischer Kulisse, aber ja, was willst du halt machen? Die wechseln einfach den Keeper aus. Absolut ehrenlos. Einfach random den Keeper rauszunehmen. Okay. Ja. Nächste Ecke für die. Ja. Schubert ist aber da und pflückt sie sich runter. Nanzig und. Nee, Nanzig nicht. Doch Nanzig und. Ja gut, Karl ist jetzt wieder schlechter. Die Noten, ja. Natürlich dementsprechend dann auch schlecht. Schubert ist da. Damit hat er keine Probleme. Ja, generell, was willst du heute halt sagen, ne? Also, ja. Es gibt halt solche Spiele in dieser Liga und nicht, bestimmt nicht mehr allzu selten. Also es wird wahrscheinlich auch häufiger jetzt noch kommen. Wir kriegen sogar noch Elfmeter, okay. Frage ist, wird den schießen? Mamba? Oh, Michel, okay. Ey, das ist. Ja, komm, Alter. Wie viele Elfmeter wir jetzt schon verschossen haben, das ist aber auch nicht mehr normal, Alter, als ob das ein Bug ist oder so. Wie viele wir einfach jetzt schon verschossen haben, das ist wirklich nicht mehr normal. Wann ist der letzte Elfmeter reingegangen? Bestimmt vor 2 Saisons oder so. Und vor allem den Nachschuss dann auch noch. Na egal. Was willst du machen? Heute läuft nicht zusammen dann. Es gibt halt solche Tage. Damit musst du dann halt auch leben. Wäre halt schön, wenn man sich jetzt nicht ganz so auseinanderschrauben lässt. Jetzt hier bitte nicht noch ein. Okay. Glück gehabt. Man muss sich halt nicht so auseinanderschrauben lassen. Ne? Das sollte halt klar sein. Deren Spieler wirken müde. Wir bekommen nochmal eine kleine Möglichkeit. Michel auf Mamba. Ja, aber der wird ins Abseits gestellt. Wir sagen, geht nochmal drauf. Vielleicht schaffen wir wenigstens noch einen Ehrentreffer. Aber ich glaube nicht. Ich denke, das ist durch hier. Ja, das ist durch. Müssen wir mitnehmen. Ist dann halt so. Wie gesagt, es wird solche Spiele geben. Nicht mehr und das nicht so selten. Ja. Müssen wir mitleben, wie gesagt. Vom 14. von der Gesamtstärke her in der Tabelle zum letzten. Ja, heute wieder ein bisschen Rotation am Start. Unter anderem spielt Stiepermann von Anfang an. Ich glaube, zum ersten Mal für uns. Aber leider die Ecke direkt ungefährlich. Ja.
Nanzig muss halt als Rechtsverteidiger ran. Karls dann halt auf die Linksverteidigerposition. Okay, das ist nichts. Generell ein bisschen rotieren müssen, wegen Frusche und so. Aber ja, das geht schon. Ich guck gerade, ich bin gerade dran, einen neuen Sechser zu holen mit einer 65er Stärke. Ja, mal gucken. Ich hoffe, das wird was noch vor dem Deadline Day. Für unter einem Mio vielleicht sogar. Das wäre auf jeden Fall sehr nice, weil, ja, wäre einfach gut. dann hätten wir da uns auch nochmal verstärkt. Da müssen wir aber natürlich langsam mal gucken, wie wir es machen. Wem wir eine zweite stecken, vielleicht sogar so ein Zickert oder so. Der spielt jetzt zur Zeit gar nicht. Nein. Oh, danke schön. Auch wenn es mir weh tut im Herzen. Ich hoffe halt nur noch, dass ein Vitiriti irgendwann der Vertrag ausläuft. Mann, der frisst so viel Geld. Ich habe den damals mit höchstbezahlter Spieler geholt. Und das war so dumm, weil der kriegt jetzt das gleiche Gehalt wie Schubert, 600k. Und das ist einfach dumm. So, das nimmt uns einfach Geld weg und er will natürlich den Vertrag nicht verlängern oder verändern, weil er halt genug verdient. Und ja, da sind wir halt am Arsch und müssen jetzt warten, bis der Vertrag ausläuft. Ja, RIP auf jeden Fall an der Stelle. Ja, Leistung bisher, notentechnisch nicht ganz so geil halt, ne? Aber im Moment steht es halt noch 0-0. Das muss man halt auch sagen. Wir haben jetzt mal eine kleine, gute Großchance. Okay. Aber er köpft auch 7 Metern über die Latte. Schade. Michel heute übrigens mal als Stürmer vorne drin. Ist ja auch am stärksten im Endeffekt. Ja, aber da wechseln wir auch direkt und bringen den guten Herrn. Wir bringen mal wieder Gabas rein. Der war jetzt, glaube ich, zwei Spiele nicht auf der Bank mit. War aber auch verletzt am Anfang. Jetzt kommt er mal wieder mit und darf auch direkt wieder ran für Opoku. Der gute, ich glaube 16 ist der, ne? Schon krass. Richtig gute Stärke dafür auch. Also wenn wir den jetzt ein paar Mal da einsetzen, hoffe ich, dass er sich gut nach oben entwickeln wird. Mal schauen, wie es aussieht. Die wechseln auch. Ich gucke gerade, wen ich noch wechseln müsste. Nanzig eigentlich. Dann kommen wir wieder an Ben Meyer rauf, würde ich sagen. Er hat jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Hat aber sogar noch eine akzeptable Stärke mit an die 60. Von daher, gut, als Rechtsverteidiger hatte die, glaube ich, nicht. Hat er, was hat er da? 52. Oha. Sind wir andersrum vielleicht sogar besser aufgestellt? Ja, mehr minimal. Dann machen wir es so rum. Naja. Wir sagen jetzt hinten dicht und machen, glaube ich, Zeitspiel rein, wenn wir jetzt hier nicht. Ich glaube, das ist gut. Also unentschieden, eigentlich so oft wie es geht mitnehmen, um uns da von unten so, ja, irgendwie fernzuhalten. Weiter Pass auf Emre Güral, aber schießt sofort. Aber Schubert ist da, let's go, Mann. Schubert mit einer absoluten Glanzparade, wichtig. Wichtig, wichtig, was der jetzt schon auch hier gehalten hat, wieder gut. Der Ball springt zu Mamba, bitte. Let's go, dreh die Mamba. Oh mein Gott. Jetzt Konzentration. Nice one. Mambas erstes Saisontor. Stiepermanns erste Vorlage auch. Sehr nice. Jetzt haben die natürlich die nächste gute Chance direkt. Von seinem Gegenspieler löst. Aber Schubert kann zur Ecke abwehren. Hinten dicht, sage ich. Hinten dicht. Strauß schießt rechts am Tor vorbei. Schon wieder, ich glaube, vorhin ähnliche Situation, wo er auch vorbeigeschossen hat. Oder einen Pfosten getroffen hat, ich glaube vorbeigeschossen hat er da. Genau. Ja, also 3 Punkte oder auch 1 Punkt wären hier absoluter Win. Also das müssten wir natürlich nochmal sagen hier. Alles, was jetzt am Ende wahrscheinlich noch passieren wird, ist in Ordnung. Auch wenn wir ein Tor kassieren, wäre zwar bitter. Okay. Aber könnte man noch mit leben im Allgemeinen. Dafür, dass Aua halt eigentlich relativ krass unterwegs ist, auch von der Stärke her. Deswegen nimmt man mit. Wobei, so krass ist Aue jetzt auch nicht unterwegs. Die haben auch ein paar Mal gewechselt, aber trotzdem. You know what I mean. So, die waren ja auch jetzt Zweiter, also sind ganz gut reingestartet. 2 Siege, 1 Niederlage. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir spielen das scheinbar ganz gut runter. Also auf jeden Fall lassen wir gerade nichts mehr zu. Ich will jetzt nicht herbeireden. Geht drauf, sage ich nochmal. Let's go, Mann. Wichtig. Das ist nice. Das ist nice. Nochmal einen Sieg mitnehmen. Richtig gut. Sehr nice. Ein Sieg in dieser Episode, eine Niederlage und unentschieden, glaube ich, ne? Beziehungsweise 2 Niederlagen mit dem Pokal aus, aber damit war, muss man rechnen halt. 1,5 sogar für den guten Stredi Mamba. Nanzig wieder mit einer richtig starken Performance. Auch Schubert richtig gut unterwegs.
Wildway spielt unser Neuzugang bei dem nächsten Team und sehen wir ihn hier? Nein. Den wollte ich erst holen, aber 1,8 Millionen ist mir viel zu viel. Auch vom Gehalt her, der wollte über 1 Million Gehalt. Auch wie Tireti dann nochmal denken, ne? Der würde auch wieder erhöht bekommen. Und das will ich nicht, da habe ich lieber den guten. Kommt er jetzt? Ach, nein. Er ist doch gut. Nicht Tjaak Scheller lehnt, Scheller nimmt nicht ab, sondern wir haben abgelehnt, die Helden, Alter. Ist ja aber auch egal. Wir haben mit dem Jugendspieler einen Vertrag verlängert, by the way, auch. Sehr nice. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein, aber wurde jetzt halt da gerade angezeigt, rechts oben. Ich glaube, wir werden den nicht mehr bekommen. Der wird wahrscheinlich wieder kurz vor Ende durchgehen. Hier ist der gute Herr. Wir machen jetzt eine Mio und dann ist gut. Eine glatte Mio ist ein guter Preis. Jetzt muss er halt nur noch annehmen. Oha, er will sogar. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Wir geben ihm jetzt hier gleich einen extrem fairen Vertrag. Sichern uns aber auch nochmal eine Option hier für 2 Jahre. Wobei ich glaube, das ist dann relativ egal, aber egal. Machen wir 260.000. Ich mache aus dir einen Nationalspieler und dann ist gut. Come on. Come on, das ist ein sehr guter Vertrag für ihn. Das ist ein sehr guter Vertrag. Wenn er den so akzeptiert, vor dem 31. im Idealfall, wäre nicht so schlecht. Dude, wäre nicht so schlecht. Mal gucken, ob er akzeptiert. Ich hoffe es doch. Ja, und da ist er. Let's go, Mann. Let's go. Wir haben sogar noch für das Wintertransferfenster 1,1 Millionen. Auch vom Gehalt her sind wir noch sehr, sehr gut am Start. Wir begrüßen ihn natürlich. Und ja, Rückennummern werde ich gleich nach der Folge mal machen. Dann seht ihr, na gut, eigentlich auch egal, aber ich finde es auf jeden Fall besser, wenn die mal ein bisschen... Spieler sind froh. Nice one. Freut mich. Wir können hier auch auf jeden Fall nochmal... Ben Meyer ist in der 11. der Woche gewesen. Der hatte doch gar keine krasse Note, oder? Also, keine Ahnung, aber ist okay. Großes Lob. Ja, let's go. Also sehr nice. Da haben wir uns auf jeden Fall nochmal sehr gut verstärkt, finde ich. Auf einer wichtigen Position auch. Wo wir eine Verstärkung gebraucht haben. Ansonsten sind wir auch so sehr gut aufgestellt. Wir können ja mal... Tachi nicht. Bachmann. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was unsere beste Elf ist. Wir machen das so. Und dann Eggestein dann logischerweise hin. Und dann passt es. Dann sind wir bei einer 716. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Was wären wir damit? Können wir nochmal ganz schnell gucken. Wären sogar 8er im Moment damit mit einer 716. Also ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Wir haben uns jetzt, finde ich, sehr gut verstärkt in diesem Transferfenster. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Abstimmung geht ja leider nicht. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Haben im Moment sogar gar keinen im Kader mit einer, ja, unter einer 60. Was auf jeden Fall schon mal sehr wichtig ist. Natürlich einen Leihspieler mit am Start, aber selbst mit Opoku. Gut, da hätten wir 6 Punkte weniger insgesamt, aber wäre trotzdem noch... alles über 60. Haben wir hier noch einen, ja, hier ein Bitroff zum Beispiel, eigentlich auch ein Tachi halt, ne? Muss man ja sagen. Den werden wir halt leider nicht los, soweit ich weiß. Den hätte ich sogar für lau angeboten, ne? Das ist halt so bitter. Naja, was willst du machen? Den will halt keiner wegen dem Gehalt haben, so. Aber okay. Ich würde sagen, Leute, wir beenden dann an dieser Stelle die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dann machen wir den September durch. Ja, genau, dann sehen wir uns da wieder. Bis dann, haut rein und ciao.